Moin, meine ganz schönen, herzlich willkommen zurück zu einer Folge Geo-Geo-Geo-Gesser. Haha. Heute mit. McFlurry. Sebastian. McFlurry hole ich mir jetzt. Und meiner Wenigkeit, genau. Wir spielen heute Where is that McDonald's? Ja, es gibt eine Karte, wo es irgendwie verschiedene McDonald's gibt. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal gemacht. Aber das sind mehrere McDonald's, die es da gibt, deswegen ist das ganz cool. Wir sind irgendwo in der Stadt wahrscheinlich und ja, müssen herausfinden, wo es ist. Und ich sag mal so, 5 Runden, 5 Minuten, let's go. Okay, warte mal, wir sind in, Babushka. Wir sind in Babushka. Lagerfeld. Nee, in Lagerfeld. Top Sandwich. Das ist das gleiche Problem wie letztes Mal mit Polen, weißt du? Da können wieder Schilder sein, da stehen ganz viele Sachen drauf. Eins davon wird der Ortsname sein. Aber ich weiß nicht welches. Georgs, der Schuh, der atmet. Oh, ich kenne ihn auch noch. So diese Art von Gebäuden, die mag ich echt total gerne. Du musst jetzt halt zum einen eine Webseite finden. Das ist Altre. Kolumbien, das ist Kolumbien. Ich glaube nicht, dass du hier eine Webseite versuchen musst. Tja. Ja. Warte mal. Also, würde ich schon nehmen. Alter, so wie die alle fahren und Autos fahren und parken. Oggi. Das Problem ist, da haben die das aber doch auch, oder? War das nicht Oggi und die Kakerlake? Oggi und die Kakerlaken, ja. Ja, ne, hier ist ein Modeladen, der heißt Oggi. Das ist jetzt echt... Warte mal. Oh, warte mal, das ist... Wo war denn das? Also, ich hab den Ort gefunden! Ich hab das Land, oh, lol, das Land da auch. Also, das Land und der Ort stehen nebeneinander. Wo war denn das nochmal hier? Was hast du das gefunden? Also, gefunden hast? Ja, muss ich geb dir, ja. Also, ich hab einen LKW gefunden, da steht was drauf, aber. Ach, das war Christian mit Columbia, okay. Christian ist dann weiter in die Richtung alles gefahren. Alter, ich hab Mango gefunden. Schnell weiterfahren. Sicher, dass das hier. Super Slots. Wink mal Monte zu. Oh, wir kriegen eine Griechenland-Flagge. Ich bin gerade etwas überfragt. Lol. Aber das ist schon, doch das safe ist schon Russland, da. Oder bin ich jetzt komplett lost? Nein, Jonathan. Ja, eigentlich, also nicht? Nein. Weiß ich nicht mittlerweile. Ich bin völlig ends verwirrt und ich fahre einfach mal noch ein bisschen. Ja, geil. www.highrace.com. Danke, danke. Gute Webseite. Das ist allein daran erkennst du, dass es nicht Russland ist. Hä? Ja, sonst wird da doch RU stehen, als ob in Russland irgendwo eine .com steht. Hä, wieso denn nicht? Ja, weil es ist der Feind. Das hier ist doch auch... 2 Minuten 30 noch, Alter. Ich bin so gefickt gerade, ne? Das ist doch kein Kyrillisch. Nein, ist es auch nicht. Ich hab doch gesagt, das ist auch nicht Russland. Das ist doch kein schon Kyrillisch, voll Chips, Alter. Hier. Boah, gib mir doch mal irgendwie so eine Scheißstadt. Aber ich habe den Namen schon mal gehört, der auf dem LKW stand. Ich weiß nur nicht mehr überhaupt wo. Ja, welcher Name stand denn da drauf? Wir können ja uns zusammen connecten. Also ist jetzt nicht so, dass da, sagen wir mal, Berlin drauf stand, ja? Sondern eher so was wie München-Gladbach, glaube ich. Also, Schachtjohr? Schachtjohr? Nee. Verdammt. Fängt mit M an. Moskau? Nein. Aber A ist der zweite Buchstabe. Machatschkala? Nee, R ist der dritte Buchstabe. Mar? Ja. Alter, wieso kann man hier nicht weiterfahren? Ich bin in eine Sackgasse gelandet. Okay, müssen wir hier nochmal. Ich bin so lost. 1,23. Ich verliere das schon wieder in der ersten Runde hier. Ich kotze ja, im Strahl, Alter. Okay. Da müssen wir da hier keiner irgendwie großartige Anstellung. Da stand Maribor drauf. Oh, was ist denn Maribor? Oh, ja, irgendwo erkenne ich den Namen. Ja, das ist doch Spanien, oder nicht? Echt? Okay, dann vergessen wir alles. Ahnung. Alles, was ich gesagt habe. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, damit bin ich schon näher dran als alle anderen. French. Da, 30. Dezember. Ach, Auto, wo fährst du? Das Google-Auto fährt auch nicht dafür für GeoGuessr. Nee. Das finde ich schade. So, wir fahren jetzt immer um den Platz. Ich habe keine Webadresse gefunden, die nicht kommen ist. Nein! Alter, ich habe schon 5 oder so gefunden.
30 Sekunden noch. Ey, ja, ich bin. Ich geb dir mal einen Tipp, es gibt eine Straßenbahn, die solltest du finden. Ja, wow. Was ist denn das für eine Endung? Ich bin durch. Die Endung ist halt tricky, ja, aber also ich weiß auch nicht, in welchem. Jetzt. In welcher Serie das UA. Oh nein! UA! Ja, com.ua ist. Kann ich dir sagen, wenn du gegessen hast. UA? Ich hab keine Ahnung, was UA sein soll. Mussten wir nicht schon gessen? Zeit ist jetzt rum. Ach, scheiße. Ukraine. So, ich hab noch Ukraine? Nicht gegessen, aber ich hatte schon geklickt, als du gesagt hast, und ich bin 39 Kilometer entfernt durch meinen absoluten Zufallsguess. Als ob du Odessa in der Nähe bist. Ich bin bei Donetsk, weil irgendwo stand was von Donetsk. Was ist denn da? Alter, guck dir mal an, wo ich hingeklickt habe. Oh Gott, ey. Hast du ins Wasser geklickt? Wait, da bin doch ich, oder? Alter, holy shit, wir. Als ob der so nah dran ist. Okay, ey. Da war Lucky 5000, ohne Scheiß. Weil ich war relativ weit draußen, haben mir gedacht, UA, nee, Bulgarien ist BG, Rumänien, Ukraine, klickst du mal dahin. War Luck. Ja, sehr gut. Oh, ich nice. War in Minsk. Aber pures Luck. Oh, Minsk ist auch gut. Jetzt habe ich mich wieder falsch geklickt. Fuck. Aber was ist denn Maribor? Woher kriege ich denn Maribor, verdammte Scheiße? Ach, keine Ahnung. Nee. Europa? Fuck, wie komme ich hier jetzt wieder in das Spiel rein? Mann, jetzt habe ich wieder irgendwo drauf. Da guckst du mal eben nach. Nicht den Link Maribor eine Fußballmannschaft hat, die ich kennen sollte. Kannst du nicht den Raum nochmal joinen? Der scheiß LKW, ja. Der hatte SLO. Okay. Lol. Okay, pass auf, warte kurz, bevor du weitermachst. Ich erkläre dir kurz, wieso ich so verwirrt war. Da war ein LKW, der hatte Maribor draufstehen. Ja. Und SLO. Genau, den habe ich auch gesehen. Das war ein LKW, der aus Slowenien da angeliefert hat. Aus Slowenien, ja. Aus Slowenien? Ja, Maribor ist in Slowenien. Weißt du, also ja, stimmt. Ich habe halt fast gedacht, das ist Slowenien. Da war ich auch schon gucken. Wobei ich war in Slowakei. Das wäre aber auch fies gewesen. Da war ich aber auch. Den habe ich auch gesehen. Dann stand auf den ganzen Bahnen UA. Das war praktisch. Oh mein Gott, ja. Das ist ja ultra gefährlich. Na gut. Okay. Play next round. Okay. Oh, guck mal, das sieht doch schon ein bisschen ansprechender aus hier. Ey, lol, was? Als ob du da warst. Nein, aber die sehen ja alle gleich aus in diesen Gewerbegebieten. Aber ich hätte jetzt gesagt, Alter, mit dem war ich hier, da war ich mit Dalu. Als wir zurückgefahren sind. Die sind doch immer in so einem Gewerbegebiet. Ich habe sogar das Gefühl, wenn du dich drehst schon und mal. Du siehst die Nummernschilder, da habe ich schon mal gefragt, warum das. Ich glaube, genau das hatten wir schon mal. Warum die manchmal vorne ein weißes und manchmal. Und ich glaube, ich weiß auch ganz genau, wie ich da drauf gekommen bin, wo das war. Man muss hier rum. Das ist aber kacke, wenn da jetzt Leute hier das schon mal gemacht haben, ey. Frech. Du musst hier irgendwie rauskommen. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Der Trick war, hier rauszukommen, weil das ist nämlich ein Einkaufszentrum. Und du musst von diesem Parkplatz runter. Und dann steht da irgendwo. Ja, wahrscheinlich, wie du da hinkommst. Nee, hier ist Kreisverkehr. Kommt man hier raus? Nein, hier kommt man auch nicht raus. Das ist einfach. Wisst ihr, wenn ich da hinten einfach hinklicke? Pizza hat. Come on, schon Villa wieder? Italia. Alter, wie viele Autos hier stehen? Holy fuck! Wie voll das hier ist! Ja, das ist halt krank. Exit. Ah! Nein, als ob du rausgekommen bist. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich bin noch nicht raus, ich bin auf einem anderen Parkplatz, aber jetzt bin ich raus. Du kannst einfach irgendwo hinklicken, oder? Wait, nee, jetzt bin ich in der Sackgasse gelandet. Hä? Was ist das für eine Straßenführung? Okay, wo ist diese Stadt? Ist das eine Stadt? Ich bin nah dran. Ich brauch dieses blöde Dorf. Ja, aber so heißt der Park. Ich weiß nicht, ob irgendwas. Ja, das ist das Problem. Es gab, meine ich, ein so ein fettes Schild, so, hey, hier, das ist das Mega-Center und. Da, ich bin. Da steht das Council. Okay. Ja, gut, aber das hilft mir, da habe ich ja noch nie von gehört. Ich auch noch nicht, aber das. Ja, North Times. Ja, genau, das habe ich auch gefunden. Wie ist denn das nochmal? Aber das ist halt Council, ne? Das ist halt nicht. Da! Als ob du es gefunden hast. Was war das? Nee, hab ich nicht, aber da war irgendein Schild und ich bin dran vorbeigefahren.
Und ich glaube, da steht was drauf. Also da steht auf jeden Fall was drauf, sonst wäre das ja nicht ein Schild, aber. Hä? Da. Keine Ahnung. Okay, das ist doch mal gut. Hab das Gefühl, da wird mich einer tricksen. Wo ist das denn? Ich hab das noch nicht gefunden. Also da ist das ohne. Also, ne? Echt, wo denn? Aber, also... In der Nähe von was? Ne, das ist wieder völlig, das ist wie der slowenische 29. LKW. Das ist wie der slowenische LKW, der gerade Waren anliefert, also. Lass mal Jay ist so still, der ist eh schon durch. Aber ja, ich bin, ihr habt die ganze Zeit irgendwelche Anhaltspunkte gefunden und ich suche gerade die ganze Map ab. Und ich fuck mich gerade da ein bisschen okay, warte mal, ab, das ist dass wichtig. Ich das wieder nicht finde. Wo war das denn? Was ist das denn das hier alles? Da. Scheiße, wo ist denn das andere? Crossfit. Alter, was da alles sein muss. Karnai, da ist ein Hundecamp. Aber das ist doch nicht da. Was ist denn das? Aber das ist typisch England. Die stehen auch auf so, auf diesen Straßen stehen die ganze Zeit im Stau. Das ist schon geil. Hey. Oh, warte mal, da steht doch eine fette Straße drauf. Oh mein Gott, bin ich dumm. Da steht doch die Autobahn drauf. Okay. Ey, hier. Ne? Wie hieß die Irrensendung nochmal? Wo man sich drüber aufregt? Da ist die Bushaltestelle falsch rum. Da. Was sind das denn hier für Häuser, Junge? Da ist es doch endlich. Meine Fresse. Alles da. Ah, okay, ihr müsst guessen. Das ist aber schlecht. Ich habe jetzt erst gefunden, dass da Newcastle steht. Ja, wirklich. Wo war denn nochmal Newcastle? Soll ich sagen, wenn die Zeit halt rum ist, ist die Zeit halt rum, ne? Ah, scheiße, da. Ja, okay, komm. Okay. Ist hier gut. Da ah, 70 Kilometer, immerhin. Ja, 357. Ach, das war scheiße. Ich habe ewig gebraucht, die A19 zu finden. Ich war direkt da, weil ich habe New York gesehen und ne, bei York irgendwo in der Nähe. Ja, wo ist denn New York? New York gibt es doch gar nicht. New York habe ich nicht gefunden, aber York habe ich, also weiß ich, wo es ist. Und da ist die A19 direkt. Die A19 habe ich nie gesehen. Ja, da war auch York. Ja, York habe ich gefunden, aber das ist nicht New York. Genau, das stimmt. Dann play next round. Oh, das sieht asiatisch aus, glaube ich. Was? Das in China. Komplett asiatisch. Yo, da ist doch die hier mit Homer Simpson die Werbung für das Waschmittel. Ja. Warum sind die Autos... chinesisch ist. Mir macht ein bisschen Sorge, dass hier alles so geistermäßig aussieht. Alles ist durchsichtig. Komme ich von diesem Parkplatz runter? Das ist die große Frage. Hä, man kann da rein? Ich will jetzt nicht in den fucking McDrive fahren. Du kannst in den Maccas rein, nice. Ey, einmal bestellen, bitte. Ich will nicht hier rein, was soll das denn? Nice. Als wenn hier in den Maccas drin steht, ja, herzlich willkommen bei McDonald's Duisburg. Also ja, das ist doch Quatsch. Glaube ich auch. Hä? Alter, jetzt bin ich am Kindertisch. Ich glaube, er kommt wirklich nur durch den Maccas. Na gut, dann halt findet mal ein paar Anhaltspunkte. Boah, die ist gerade ein I. Nee. Ein I? Da haben die gegessen. Die Burger kenne ich nicht. Geil, hier kannst du nicht mehr weiterfahren. Nee. Komm, Alter. Du musst was wirklich ist der in den Maccas rein. Hey, der ist auch wieder weg. Warte mal. Also, ich hab einen harten Guess. Die Pesaro via Juri. Ach scheiße, Christian hat das auch gefunden. da ist aber, ich würde sagen, da ist ein Hinweis. Aber wieso ist denn der Juri Gagarin? Ich würde sagen, da ist ein Hinweis. Was hat denn der erste
Kosmonaut mit fucking McDonald's zu tun? What? Ich hätte gesagt, das ist ein Hinweis. Oh, da ist die Stadt. Da ist die Stadt. Welche Stadt? Ja, ich glaube auch, dass da die Stadt ist. Ich habe gerade eine Stadt gefunden. So steht in dem Meckes vielleicht noch ein weiterer Hinweis. Das ist ja mega einfach. Lul. Echt? Wie denn? Meinst du, ich sag dann, nee. Ja, der ist so klein, der Bereich, wo ihr suchen müsst. Da müsst ihr selber mal klarkommen. Okay, hat die auf ihrem Handy irgendwas offen? Google Maps zum Beispiel? Also in dem Meckes habe ich jetzt nichts gefunden, was mich weiterhilft. Ja, aber woanders kannst du doch gar nicht hin. Ja, draußen halt, aber... Draußen kannst du nur bis zum Dings fahren. Bis zum Drive-In-Eingang. Dann ist auch Feierabend. Ja, ja. Okay, wenn Jay sagt, der ist halt voll drin, ne? Puh. Was hat Jay denn gefunden? In Ronald... Oh. Was isst die denn da gerade? Pommes? Okay, Jonathan. Ich bin da ganz bei dir. Sepp, da steht Ronald Gym Club drauf. Nicht Ronaldo, du Idiot. Doch, da steht Ronaldo. Nein, da steht nicht Ronaldo, das ist nicht Turin. Ja, also ich bin jetzt alles in Meckes durch und ich bin keinen Schritt weiter. Ich weiß nicht mal, welche Sprache das ist. Das ist nicht der Ronaldo Gym Club. Das wäre noch geiler, weißt du? Ronaldo mag keine Coca-Cola, aber macht Werbung für Meckes. Ganz bestimmt. Ja, klar. Ganz bestimmt, unser Cristiano. 50 Sekunden noch. Tja. Das ist hart. Muss ich auch sagen. Hast du gefunden? Als ob ich das gefunden habe, Alter. Ich suche noch nach dem Rossini Center, aber irgendwie finde ich das nicht. Ja, in ganz Italien. Ja, ich glaube, ich bin schon nah dran. Ja. 16 Sekunden noch. Wie findet man denn hier die Stadt raus? Okay, ich guess mal. Oh. Wo soll denn hier die fucking Stadt sein? Okay. Ja, ich war nah dran. Let's make a guess. Da, Padua. In San Marino. Wow. Pesaro. Ah, ja. Ich habe mich für Rom entschieden. Oh, Rom ist da auch für Venedig entschieden. Gut. Ich bin in Turin. 213 war ich weg. Oh, 184. Ja, sehr gut. Wie hätte man denn darauf kommen können, dass dann das ist unmöglich gewesen ist? Weil ich hätte unmöglich. Auch gesagt, das ist unmöglich. Das war, also keine Ahnung, du konntest ja da nirgendwo lang fahren. Da stand irgendwo was mit Torino und das war das Einzige, den einzigen Sträumen, den ich gegessen habe. Also ich meine, ja. Italien, okay, aber ist jetzt auch nicht klein. Na, das stimmt. Naja, play next round. Der Big Tasty mal, Bacon. Jetzt ein bisschen besser bewegen können. Krieg ein bisschen Hunger, muss ich sagen, dabei... Oh, ach, ich dachte, das wäre erst ein Polizeiauto. Ich glaube, wir können wieder nur auf dem Parkplatz rumeiern. Na gut, dann. Das ist schon mal ein Hinweis hier. Mimi. Glaube ich. Oh, warte mal, können wir runter? Wir kommen runter. Ja. Komm bitte, lass mich runter. Lol. Yes, wir können runter. Wait. Das passt aber nicht zu dem anderen Schild, oder? Wenn da wieder einer nur durchfährt, weil der im Urlaub oder so ist, dann bin ich am Sack. Aber hey. Guck mal, ich weiß schon mal das Land. Ja, irgendwie passt das noch nicht zur Sprache. Okay, das passt super zur Sprache. Ja, passt super zur Sprache. Aber die sollten da auch ein bisschen besser blurren, finde ich. Ja.
Scheiße, ja, jetzt habt ihr das Land schon oder ich was? Ich finde das nice, dass das schon am Englisch ist. Das macht das meistens einfacher, die Schilder zu lesen. Oh, so. Oh, guck mal, kommt hier auch richtig schön weg. Oh, oh ne, der Kreisverkehr ist eine Einbahnstraße. Ich glaube, ich sollte hier nicht zufahren. Wo bin ich denn hier? Oder? Doch, warte mal. Doch, hier kommst du doch wahrscheinlich her, oder? Ich glaube auch, Christian. Ja, da steht Verbot der Einfahrt. So, da dürfen keine LKWs hin, aber vielleicht komme ich hier weiter. Hä, wie sollen da keine LKWs hin? Wir fahren einfach wieder raus. So, da. Da ist die Stadt. Da, wir sind raus. Yes! Okay, gibt's ein Straßenschild. Warum muss man eigentlich diese ganzen Einkaufscenter immer nach irgendeinem Scheiß benennen und nicht danach, wo die sind? Zentrum. Okay. Das ist nicht cooler. Das ist doch scheiße, das sind doch keine richtigen Straßenschilder hier. Mensch, Leute, baut doch mal richtige Schilder. Okay, so groß ist das doch nicht. Okay, die Stadt scheint riesig zu sein. Wo fährt denn der jetzt hin? Egal. Naja, guck mal. So, jetzt suchen wir uns ein schönes Straßenschild. Die haben hier keine Straßenschilder, weil die Stadt einfach nur, weil ja. Die ganze Land besteht nur aus Stadt. Oh, die ist aber kurz. Oder? Geht die noch irgendwo weiter? Ne, die geht noch weiter. Da hinten, da ist ein Straßenschild. Yes, 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 yes. Oh, die geht aber ganz schön weit. Bochum! Alter, die geht ja ganz schön weit. Holy fuck! Okay, ich hab auch eine Straße. Die müssen wir jetzt nur noch finden. Das haben wir doch gesehen, oder nicht? So stelle ich mir aber auch Bochum vor, muss ich sagen. Gerade blöd. Irgendwo im Kopf fall. Warte mal. Oh mein Gott. Habe ich gerade umsonst gerantet? Ach scheiße, das ist ja... Oh Mist, das ist ja eine andere. Das ist keine Bundesstraße hier. 1,38. Da ist es. Okay. Tatsache. Wo ist denn dieses Bochum? Das muss irgendwo doch hier sein, wenn das... Boah, ich raste aus, ey. Ich verliere wieder so viel. Ist das das? Das Problem ist, die geht relativ... Da, guck mal! Gib mir noch irgendein Guess. Das müsste halt hier irgendwo sein, ne? Wo ist denn der Meckes davon? Da muss aber zu essen sein. Da ist der als KFC. Ob du da ist der Meckes! Hast du das Einkaufszentrum gefunden? Da ist der Hornbach. 400! Oh, da ist der Ikea. Oh, ich hab's auch. Da ist der Meckes. Okay, wo ist der Start? Der Start ist... Ja, okay, nice. Sekunden also ist volle Punkte. Nee, Seite. Sind zwei Punkte weniger, aber... der da. Trick... Alter, der Bait war real. Warum? Da gebe ich zwei Meckes. Oh nein. Ernsthaft? Da steht. Ja, okay. Der andere ist aber in dem Shopping-Ding drin, ne? Ja, okay, wow. Trotzdem. Ich hab Meckes gesehen, hab Meckes geklickt. Ja, ich seh's gerade. Okay. Ja, gut, das ist trotzdem sehr nah dran. Also, ich hab 6 Meter. Und ich habe umsonst gerentet, denn. Ich habe umsonst gerentet, denn fuck. Der Shopping Center heißt tatsächlich mal so, wie da, wo es ist. Ja, komm, ich geh da hin. Ach, echt? Ach, ja. Fuck. Ostrava hieß das? Ostrava und die Straße. Gott, das Ostrava. War's. Das war meine Niederlage. Ihr habt die 58 gefunden, die Bundesstraße gefunden. Oder was ist das da? Und oh, die habe ich dann zum Glück dann. Ja, die 11. Also da oben ist halt die 11, wenn du da über die Brücke fährst. Ah, lol. Und die geht halt einmal komplett von Ost nach West. Jo, und stimmt. Dann habe ich Ostrava gesehen und auf dem Schild stand halt Ostrava, wo ich gesagt habe, wieso benennen die das nicht nach dem scheiß Ort, wo das ist? Naja. Ja, mega nice. So ist es dann doch. Richtig gut, Christian. Das war machbar zumindest. Hey, next round. Next round, naja, ja. Für mich nicht. Oh, guck mal. Weil speak auch your Zufall, language. Das zu finden, ne? Ja, das war wirklich... Also wenn ich Ostrava nicht gesehen hätte, hätte ich auch nicht gewusst, dass das in dem, Warte mal, sind die gerade gewechselt? Hä, was ist das denn?
Wir sind plötzlich andere Menschen. Naja. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Was ist das für ein Buchstabe? Das ist super easy. Okay, Jay, dann sag mir mal, was die Internetendung bitte ist. Nee, das sag ich dir definitiv nichts. Was ist denn ich das für ein Land? Ich muss aufholen. Ich suche nach den Straßennamen, um herauszufinden, wo ich dann perfekt essen kann schon. Ja. Aber... Hey Christian, wollen wir uns zusammentun? Einfach ist das. Ich glaube, das findet Jay nicht so geil. Außerdem will ja der andere auch noch von euch gewinnen, ne? Der der Zweite ist, warum er das war. Ja, auch wenn man das so ein bisschen in Teamwork macht, aber das wäre halt dann. Also ich habe einen harten Guess, aber. Das ist halt nur cool, wenn da alle mit bei sind, weil der eine Buchstabe macht halt gar keinen Sinn so. Aber das müsste dann sein. Also was anderes macht halt nicht so viel Sinn. Ach, gucken wir mal noch ein bisschen. Also wir haben gerade angefangen, also jetzt kann man wirklich noch sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. 3:30. Haben wir nicht 5 Minuten, Alter? Naja, Zeit ist schon rum. Ah. Pub and Grub finde ich gut. Okay, das also es könnte halt schon hinkommen. Also ich habe hier auch nur eine Möglichkeit. Weil, oh mein Gott. Ups. Okay, das, das ist doch einfacher, als ich dachte. Okay. Ich bin einfach nur ein bisschen dumm. Ist das wegen... Okay. Ja, welche gucken. Straße haben wir würde denn würde mich mal interessieren. Das ist wo das herkommt. Super schwierig. Straße. Eigentlich müsstest du den Stadtteil finden. Echt? Es gibt keine Straßenschilder, oder? Nee. Also hier steht nirgendwo, was die Hauptstraße hier ist. Ich bin halt nur am überlegen. Hä? Was bist du am überlegen, Christian? Also am Start konnte man es dann doch recht gut erkennen. Da hast du alles. Da hast du das Land, da ist die Stadt. Ja, das hatte ich da auch schon. Mittlerweile bin ich mir da wieder unsicher und ich glaube, Braum hat immer gesagt, geh mit deinem ersten Guest. Deswegen muss ich wahrscheinlich wieder wechseln. Das wäre eigentlich ganz gut. So, ich muss einfach dieses Hotel finden. Finde ich wahrscheinlich nicht, aber ist nicht schlimm. Entfällt dir jetzt gesagt, das ist da. Weißt du was? Machen wir mal. Vielleicht sehen wir hier. 1:39 noch. Das ist gar nicht so klein, wie ich dachte. Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Riesenstadt einfach? Ach schon, wo? Ja. Ist nicht so klein. Deswegen sage ich ja, das ist nicht so trivial. Ja, du brauchst halt einen scheiß Straßennamen. Ich habe jetzt einfach mal... Die Straßennamen? ...aufgehört, weil da der Dings nachzugehen. Aber das Problem ist, in der Stadt, in der ich gerade bin, gibt es keinen einzigen McDonald's. Und das ist normalerweise... Also da in der Stadt, wo ich bin, weißt du, wäre normalerweise an jeder Ecke einer, weil die so groß ist. Ich habe schon mal eine Schule gefunden, aber ich glaube, das bringt mich auch nicht weiter. Was zur Hölle ist ZA? Scheiße. Ist das Zeit? Ist das wegen Zeit? McDonald's Park Town Drive. Oh, warte mal. Oh, what? Oh mein Gott, jetzt muss ich die Straße erstmal finden. Holy shit. Hey, wieso ist denn hier? Zeit ist rum. Oh shit. Yes. Ja, ich gesse mal. 10 Meter. Ach, als ob. Yes. Oh nein, 1,7 Kilometer.
Ah, Johannesburg war das. Ja, Yo-Guide oder so stand auf dem, Weil die ganze Zeit, ob das jetzt Zimbabwe, Sambia ist oder also Südafrika ist wegen Süd, wegen Niederländisch Süd. Ich wusste nicht, dass ZA Südafrika ist. Ja. Wusste ich auch nicht, aber das ist wegen Afrika. War mir da unsicher. Ja, weil auf Kapstadt gegangen. Bin auf Kapstadt gegangen. Aber in Lusaka kann ich euch sagen, gibt kein Meckes. Ach so. Sehr gut. Nice, ey. Ja, GZ, Sebastian, hast du wieder gewonnen. Alter! Scheiße. Oh, meine dritte Runde war so, so schlecht. Alter, ich bin sogar noch letzter geworden. Oh Mann. Krass, wir waren aber eng beieinander. Die vierte war kacke. Die erste war kacke. Guck mal, wenn ich die nicht verschissen hätte, hätte ich gewonnen. Ach, dumm gelaufen. Ja, Christian war richtig stark. Du hast fast alles echt gut gemacht, nur... ZA war dann korrekt. Bitter. Naja, ja, haut rein, ihr geilen Schittchen. Ich hab nichts gekriegt. Bams. Tschüss. Tschüss.